Herzlich willkommen zu unserem Lernvideo über das Thema Social Media. Wir zeigen euch heute verschiedene Sachen über das Thema Social Media. Zuerst zeigen wir euch die guten und die schlechten Seiten von Social Media. Wir zeigen euch jetzt die Vorteile von Social Media. Der erste Vorteil ist, dass man neue Freunde finden kann. Der zweite Vorteil ist, man kann durch Social Media kommunizieren. Der dritte und somit der letzte Vorteil ist, dass man sehr viel Support durch Social Media erhalten kann. Wir zeigen euch jetzt die Nachteile von Social Media. Der erste Nachteil ist, es gibt Leute, die sich bearbeiten und dadurch verlieren andere Menschen das Selbstbewusstsein. Der zweite Nachteil ist, dass man sehr viel Hass durch Social Media bekommen kann. Der dritte und somit der letzte Nachteil ist, dass wenn man etwas auf Social Media postet, bleibt es für immer dort. Und wie entstand Social Media eigentlich? Die ersten sozialen Netzwerke, Classmates.com und Six Degrees, waren 1995 und 1997 die ersten Anwendungen, welche als moderne soziale Netzwerke galten. So war es im Vergleich zu den vorher beliebten Foren möglich, Freundelisten anzulegen und darüber Kontakte zu finden. Aber wie eigentlich verändert Social Media unser Leben? Soziale Netzwerke sind längst ein wichtiger Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen geworden. Ihr Merkmal, sie fördern Kontakte und Vernetzungen. Auch im wirklichen Leben treffen sich laut GYM-Studie 2010 83% der Jugendlichen in ihrer Freizeit am liebsten mit Freunden. Hier kann man auch sehen, dass im Januar 2021 Facebook am meisten genutzt worden ist und Snapchat am wenigsten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, euch hat das Lernvideo gefallen.